Yo, was geht ab, meine Freunde? Jasko hier bei Backspin TV 1 bis 10. So, Maju hier bei Backspin TV 1 bis 10. Backspin. 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 Ich bekomme jetzt 20 Begriffe genannt. Und ich bewerte jetzt den Jasko. Und ich bewerte die von 1 bis 10, inwiefern die zu Majo passen. Skala 1 bis 10. Viel Spaß. Da gebe ich den Jasko eine 1. Ja, 10. Also nicht die schulische Note sehr gut, sondern einen Punkt kriegt er von mir. 0 gibt's nicht, ne? Okay, dann kriegt der Jasko einen Bonuspunkt oder Trostpreis. 1. Ego. Ah, hilfsbereit ist der Jasko schon. Also wenn ich mal irgendwo fest... Also wenn ich irgendwo nicht wegkam oder so bei irgendeinem Mädchen war und angetrunken war, hat der Jasko mich schon eigentlich immer abgeholt. Da gebe ich den... Ja komm, 4 Punkte kriegt der von mir. Jasko niedlich, ne? Da kriegt der auch ein Pünktchen von mir. Mo. Okay, Mo 15 hat er gesagt. Loyal auf jeden Fall. 10. Wir stehen immer hintereinander. Und nicht nur, wenn Schüsse fallen. 9 Punkte. 10. 10 Punkte. Boah, 10. 10 Punkte. Also das trifft dann richtig auf den zu, ne? Er war vom Allerfeinsten. Ja. Also, keine Ahnung. 5 Punkte kriegt er von mir. Geht so, ne? Dagegen bin ich viel lustiger. 1. 10. Ja, 6 Punkte. Charmant, der Jasko, und charmant ist wie... 1. Alaska und Wüste. Deswegen kriegt der Jasko einen Punkt für charmant. Der weiß gar nicht, was das ist. 1. Ein Punkt. Ja, okay. Der ist höflich, ne? Unhöflicher Typ. Ein Punkt. 2. Nee, da bin ich ja. Also das hier sind ja Gegensätze, ziehen sich an. Ja, manchmal frage ich mich auch, was die Frauen an dem finden so. So ein Anabolika-Teil einfach so aufgespritzt. Also 1. Minus 10, was für 1. Und dafür kriegt er auch einen Punkt von mir. Übertrieben nicht. Auch ein Punkt. Okay, der hat schon einen Style. 3. Ja. 20. Richtig. 100%. Also dafür, dass er... Jasko so unsportlich ist er auf jeden Fall sehr arrogant und deswegen will ich das auch als arrogant bezeichnen und dafür kriegt er dann von mir mal wieder einen Punkt. 50. Wie gesagt, ich war ja immer die dominantere Stimme auf dem Album gewesen und wenn man das dann miteinander vergleicht, würde ich dann seine Rap-Skills auch, wenn ich meine mit 10 bewerten würde, würde ich seine mit so 3 Punkten bewerten. Ne, ein Schnorrer ist der Jasko nicht. Der ist schon sehr spendabel immer. Kriegt der auch so... Ja, komm, kriegt der 4 Punkte von mir. 0. Boah. Boah. Dazu gibt's einige Stories. Wir waren im Studio, ne? Und... Von wie vielen Tracks haben wir? Insgesamt 21, ne? Bei 10 Tracks musste ich dem seinen Text vorrappen, wie der da im Takt rappen soll. Jasko und Takttreffen ist immer wie so 6 Richtige im Lotto, weißt du? 0. Taktgefühl. Ich nenne den auch manchmal Taktlos oder Dr. Flow. Nenne ich den einen Punkt. Übertrieben aufdringlich. 10 Punkte kriegt er da von mir. Ja, wenn der was hat, dann ist der ziemlich aufdringlich. Dann, boah, dann fickt er voll Kopf. 10. Voll krass, der hat heute ein Taschenmesser dabei. Ja komm, kriegt der auch nochmal 8 Punkte von mir. Okay, 10.
Bruder loyal. Backspin.